Wir werden hier einen ganz besonderen geometrischen Ort kennenlernen, und zwar den geometrischen Ort aller Punkte P, für welche die Summe der Abstände von zwei festen angegebenen Punkten F1 und F2 konstant ist. Wir suchen also solche Punkte P, für die die Summe der Abstände zu F1 und zu F2 eine konstante Zahl ergibt. Das ist hier so vorbereitet, dass die Summe der Längen dieser zwei Magenta-Strecken gleich ist zu dieser Länge, die wir vorläufig mit Groß L kennzeichnen. Man kann sich das sehr schön so vorstellen. Hier schlagen wir bei F1 und F2 zwei Nägel in die Wand, woran wir eine Kordel befestigen. Mit einem Stift spannen wir diese Kordel so straff und ziehen dann an diesen Stift, indem die Kordel immer schön straff bleibt. So gilt effektiv für diese Punkte da, die Summe dieser zwei Distanzen ist immer gleich zu dieser Kordellänge. Man kann das dann schön weiter so ziehen. Die Summe der zwei Abstände von P zu F1 und von P zu F2 ist immer konstant. Diese Summe ergibt diese Länge hier. Und durch diese Animation hier können wir schön erkennen, wie dieser geometrische Ort denn aussieht. Der geometrische Ort ist eine Ellipse. Und solch eine Ellipse könnte ein Gärtner zum Beispiel konstruieren, indem er zwei Pfähle in den Boden hineinschlägt, an diesen Pfählen eine Kordel befestigt, die er dann schön straff zieht, und indem er die Kordel schön straff hält, kann er so eine Ellipse ziehen, um zum Beispiel ein ellipsenförmiges Blumenbeet zu gestalten. Deshalb nennt man diese Konstruktion mit der Idee von der Kordel Gärtner-Ellipse. Eine Ellipse E ist also der geometrische Ort aller Punkte P in der Ebene, für welche die Summe der Abstände zu zwei festen Punkten F1 und F2 konstant ist. Und diese zwei festen Punkte F1 und F2 nennt man die Brennpunkte der Ellipse. Hier haben wir nochmal diese zwei Brennpunkte F1 und F2 und werden die Ellipse jetzt etwas anders konstruieren, und zwar mit dem Zirkel. Wir nehmen von F1 aus den roten Radius, der ist genau so lang, und von F2 aus zeichnen wir den Kreis mit einem blauen Radius, der genau so lang ist. Der rote Radius plus der blaue Radius ergibt diese Länge L. Wenn wir dann die Schnittpunkte dieser zwei Kreise konstruieren, da und da, dann haben wir effektiv zwei Punkte, die so sind, dass ihr Abstand zu F1, das heißt der rote Radius, plus ihr Abstand zu F2, das heißt der blaue Radius, diese Länge L ergibt. Also müssen diese zwei Punkte Punkte der Ellipse sein. Dann machen wir das nochmal, dieses Mal mit zwei anderen Radien, aber immer noch so gewählt, dass der rote Radius plus der blaue Radius diese konstante Zahl L ergibt. Da wo diese zwei Kreise sich schneiden, also da und da, müssen Ellipsenpunkte sein. Dann machen wir das nochmal. Schnitt, nochmal, Schnitt, nochmal, Schnitt, und so kann man sehr schön mit dem Zirkel solche Ellipsenpunkte konstruieren. Wenn wir den kleinsten Radius hier nehmen, dann sehen wir, dass dieser blaue Kreis sich mit diesem roten Kreis nur an einem einzigen Punkt schneidet, weil dieser blaue Kreis innen tangent zum roten Kreis ist.
Somit erhalten wir diesen Punkt und dann ziehen wir auch noch den Punkt hier auf der linken Seite. Machen wir das so, die beiden schneiden sich da. Und in diesem Gebilde hier können wir jetzt deutlich diese Ellipse erkennen. Das ist eine zweite mögliche Konstruktion für eine Ellipse. Ellipsen finden zum Beispiel in unserem Sonnensystem Anwendung, und zwar in den drei Gesetzen von Johannes Kepler. Das erste Gesetz von Kepler besagt, dass alle Planeten unseres Sonnensystems auf ellipsenförmiger Laufbahn um die Sonne kreisen und die Sonne belegt einen der zwei Brennpunkte dieser Ellipse. Das zweite Gesetz von Johannes Kepler besagt, wenn dieser Strahl SE während einer Zeit T1 diese schwarze Fläche hier überstreift und während der Zeit T2 diese schwarze Fläche hier überstreift und wenn die Zeiten T1 und T2 gleich groß sind, dann sind die Flächeninhalte dieser schwarzen Fläche auch gleich groß. Das ist ein seltsames Gesetz, denn dieses Gesetz bedeutet, wenn die Erde dichter an der Sonne liegt, dann düst sie schneller als da, wo sie weiter weg von der Sonne ist. Und dem ist auch so in unserem Sonnensystem. Das funktioniert für alle Planeten. Fürs dritte Gesetz von Johannes Kepler brauchen wir einen zweiten Planeten. Nehmen wir zum Beispiel den Mars. Und wir brauchen verschiedene Bezeichnungen. Wenn AE, die große Halbachse, der Erdumlaufbahn um die Sonne darstellt und TE die entsprechende Umlaufzeit bezeichnet und wenn AM die große Halbachse der Marslaufbahn um die Sonne bezeichnet und TM die entsprechende Umlaufzeit, dann gilt Folgendes. Wenn man diese Zahl im Quadrat nimmt für die Erde, und dann die große Halbachse der Erde hoch 3 nimmt und diesen Bruch bildet, dann findet man genau dieselbe Antwort, als würde man dieselbe Rechnung machen für den Mars. Die Marsperiode hoch 2 geteilt durch Mars große Halbachse hoch 3 ergibt genau dieselbe Zahl wie bei der Erde, obwohl TE und TM, das ist nicht dieselbe Zahl, und AE und AM auch nicht. Und seltsamerweise gilt das für alle Planeten in unserem Sonnensystem. Das ist schon sehr bemerkenswert. Für uns wird es also wichtig sein, die kartesische Gleichung einer Ellipse in einem Bezugssystem bestimmen zu können. Und da wir ja wissen, dass der Geschwindigkeitsvektor eines beweglichen Körpers ständig tangent zu der Laufbahn ist, wird es für uns auch sehr wichtig sein, die Tangente an jedem Ellipsenpunkt berechnen zu können. Und genau das werden wir in Angriff nehmen. Starten wir mit der kartesischen Gleichung einer Ellipse. Angegeben sind die zwei Brennpunkte der Ellipse, also auch der Abstand zwischen diesen zwei Punkten, und angegeben ist auch diese Länge, die wir bisher L genannt haben, L wie Länge der Kordel. Zur kartesischen Gleichung nennen wir diese Länge 2 mal A, woraus wir sofort schließen können, dass A eine streng positive Zahl sein muss. Wir suchen den geometrischen Ort aller Punkte P, die so sind, dass die Summe der Abstände zu F1 und F2 gleich ist zu dieser konstanten Zahl 2a. Wir wissen schon, dass dieser geometrische Ort solch eine Ellipse ergibt. Das ist die Definition der Ellipse. Jetzt wählen wir das Bezugssystem. Zuerst einmal als Ursprung wählen wir den Mittelpunkt der Strecke F1, F2. Da legen wir den Ursprung vom Bezugssystem. Die x-Achse soll die zwei Punkte F1 und F2 enthalten und dementsprechend ist dann auch die y-Achse bestimmt
Sie geht ja auch durch den Punkt O und soll senkrecht zu der x-Achse sein. In solch einem Bezugssystem haben P als Koordinate x, y, F2 hat als Koordinate C, 0, wo C die Hälfte vom Abstand zwischen F1 und F2 ist. C ist also von da bis da. C ist genau wie A eine streng positive Zahl. Und dementsprechend hat dieser Brennpunkt als Koordinate minus C, 0. Legen wir jetzt los für die kartesische Gleichung. Ein Punkt P mit Koordinate xy gehört zu solch einer Ellipse, das bedeutet, dass die Summe dieser zwei Abstände hier gleich zu 2a ist, was also heißt, der Abstand zwischen P und F1 plus der Abstand zwischen P und F2 muss gleich zu 2a sein. Damit rechnen wir jetzt weiter, und zwar Abstand zwischen zwei Punkten, das wird berechnet durch die Formel Quadratwurzel von Differenz der Abszisse im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat. Hier geht es um die zwei Punkte P und F1. P und F1. Die Abszissen sind x und minus c. Ihre Differenz beträgt also x minus minus c. Das heißt x plus c. Diese Differenz wird im Quadrat genommen. Die Ordinaten sind y und 0. Ihre Differenz ist also y minus 0, also y. Und diese Differenz wird auch im Quadrat genommen. Diese Distanz f2p, die wurde hier sofort rechts rüber gesetzt, wird da also mit minus versehen. Hier geht es also um den Abstand zwischen p und f2. P und F2. Die Abszissen sind x und c. Wir rechnen also x minus c im Quadrat. Die Ordinaten sind y und 0. Wir rechnen also y minus 0 im Quadrat. Das heißt y Quadrat. In dieser Gleichung hier hätten wir jetzt gerne die Quadratwurzeln da weg. Deshalb erheben wir beidseitig im Quadrat. Diese Wurzel wird verschwinden. Hier wird aber eine weitere Wurzel bleiben, wegen dem Doppelprodukt in der binomischen Formel. Also, wir rechnen hier das Quadrat der linken Seite, muss gleich sein zum Quadrat der rechten Seite. Das Quadrat von der Quadratwurzel ergibt den Radikanten. Der Radikant wurde hier ausgerechnet, da mit der binomischen Formel a plus b Quadrat, das macht a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab. Y Quadrat wurde einfach abgeschrieben. Jetzt das Quadrat hiervon. Vorsicht, es ist das Quadrat vom ganzen Binom. Das ist ein a minus b im Quadrat. Das macht a Quadrat, steht da, plus b Quadrat. Diese Wurzel hier im Quadrat, das ergibt den Radikanten. A minus b Quadrat, das macht a Quadrat plus b Quadrat minus 2ab. Plus y Quadrat wurde abgeschrieben, also im Moment rechnen wir a minus b im Quadrat, also das Ganze im Quadrat. Das macht a Quadrat, steht da, plus b Quadrat, steht von da bis da, und jetzt noch minus 2ab, also minus 2 mal 2a, das macht minus 4a, mal diese Wurzel, steht da. Wenn man sich diese komplizierte Gleichung anschaut, dann stellt man Verschiedenes fest. Das Ist-Zeichen ist da. Links vom Ist-Zeichen steht x Quadrat. Rechts aber auch. Dann können wir die streichen. Sie sind schon weg. Links vom Ist-Zeichen steht plus c Quadrat. Rechts vom Ist-Zeichen aber auch. Auch die können wir streichen. Genau dasselbe gilt für y Quadrat. Da und da. Können wir also wegstreichen. Die Gleichung ist schon etwas einfacher geworden. Hier steht minus 2cx, rechts vom Ist-Zeichen. Links steht plus 2cx, die können wir also nicht streichen. Was wir aber machen können, ist minus 2cx hier wegnehmen, links rübersetzen, dann ist das rechts weg,
Und links steht dann 2cx plus 2cx, also 4cx. Machen wir das. Ist gemacht. Minus 2cx ist da weg, wird hier mit dem anderen 2cx zu 4cx. Es bleiben noch übrig dieser Term, dieser da und dieser hier. Und wir stellen fest, dass man sie alle drei durch 4 teilen kann. Dann tun wir das. Ist gemacht. Da steht a Quadrat, da steht ein a. Also kann man hier noch alles durch a teilen. Hier steht zwar kein a, kürzen können wir es also nicht, aber wir können auch hier durch a teilen. So, dieses a ist weg. Hier stand a Quadrat. Das Quadrat wird gestrichen. Jetzt ist nur noch a da. So haben wir hier durch a geteilt. Und da haben wir cx durch a geteilt. Mit dem, was jetzt noch übrig bleibt, machen wir Folgendes. Minus diese Quadratwurzel setzen wir links vom Ist-Zeichen rüber, das wird dann dazu plus diese Quadratwurzel. Rechts vom Ist-Zeichen steht noch dieses a und hier links steht cx auf a. Cx auf a setzen wir rechts rüber, dann wird das da minus cx auf a. Unsere Gleichung wird also zu dieser da. Minus die Wurzel ist links rüber gesetzt worden. Rechts vom Ist-Zeichen stand das a und cx auf a ist rechts rüber gesetzt worden und wird hier zu minus cx auf a. Wenn wir jetzt nochmal beide Seiten im Quadrat erheben, dann ist diese Quadratwurzel definitiv weg. Machen wir das. Wir nehmen beidseitig das Quadrat. Das Quadrat von der Quadratwurzel ergibt den Radikanten, den wir wieder ausgerechnet haben. A minus b Quadrat macht a Quadrat plus b Quadrat minus 2ab plus y Quadrat haben wir abgeschrieben. Hier wird vom Ganzen das Quadrat gerechnet, wieder binomische Formel, a minus b im Quadrat. Hier steht minus 2cx, da aber auch, also können wir die streichen. Was bleibt dann noch? X Quadrat plus c Quadrat plus y Quadrat gleich a Quadrat plus c Quadrat x Quadrat auf a Quadrat. Die x Quadrat-Termen setzen wir alle links rüber, y Quadrat-Term steht links und die unabhängigen Termen setzen wir rechts rüber. So erhalten wir diese Gleichung hier. Hier stand zwar x Quadrat, aber weil hier x Quadrat auf a Quadrat steht, habe ich hier sofort unten und oben mit a Quadrat multipliziert. Damit man deutlich sieht, bei den zwei ersten Brüchen können wir x² auf a² ausklammern. Dann tun wir das auch noch. Und so erhalten wir diese Gleichung als kartesische Ellipsengleichung in diesem Bezugssystem. Die ist aber noch nicht so schön. Die kann man noch etwas vereinfachen. Wir sehen zum Beispiel hier steht die Zahl a² minus c². Die steht aber auch da. Wenn man die zum Beispiel b Quadrat nimmt, dann sieht die Gleichung schon etwas anders aus, etwas einfacher aus. Aber um sicher zu sein, dass wir diese Zahl b Quadrat nennen dürfen, müssen wir wissen, ob diese Zahl größer gleich 0 ist. Denn nur dann dürfen wir sie b Quadrat nennen. Das werden wir überprüfen in diesem blauen Dreieck. In jedem Dreieck gilt, jede Seite ist immer kleiner als die Summe der zwei anderen Seiten. Das gilt für jede Seite in einem Dreieck. Also auch hier, die Seite f1 bis f2 ist streng kleiner als die Summe der zwei anderen Seiten. Das halten wir hier schon mal fest. Die Seite von f1 bis f2, also der Abstand von f1 bis f2, muss streng kleiner sein als die Summe der zwei anderen Seiten des Dreiecks, also als die Summe von f1 bis p und f2 bis p. Nochmal, in jedem Dreieck gilt, jede Seite ist streng kleiner als die Summe der zwei anderen Seiten. Das nennt man die Dreiecksungleichung. Also haben wir aus dem blauen Dreieck da diese Erkenntnis gewonnen,
Das blaue Dreieck brauchen wir jetzt nicht mehr. F1, F2, das ist der Abstand zwischen den zwei Brennpunkten. Von O bis F2, dieser Abstand, das ist C. Also ist der Abstand von O bis F1 auch C. Der Abstand zwischen F1 und F2 beträgt also C plus C. Dieser Abstand, das ist 2C. Die Summe der zwei anderen Abstände, das ist ja die Kordellänge. Das ist also 2a. Steht übrigens auch schon da oben. Die Summe dieser zwei Abstände ist gleich zu 2a. Aus dieser Ungleichheit hier schließen wir also, dass 2c streng kleiner sein muss als 2a. Woraus wir wiederum schließen, dass diese Zahl a streng größer sein muss als diese Zahl c. Wir wissen aber von Anfang an, dass a eine streng positive Zahl ist und c auch. Da a und c beide streng positiv sind und a streng größer ist als c, können wir daraus schließen, dass a Quadrat streng größer sein muss als c Quadrat. Woraus wir wiederum schließen, dass a Quadrat minus c Quadrat streng positiv sein muss. Und das ist genau das, was wir suchten, um diese Zahl hier b Quadrat nennen zu dürfen. Diese Zahl ist streng positiv. Also dürfen wir diese Zahl b Quadrat nennen, wissen dann auch, dass b nicht 0 ist, es ist ja streng positiv, und wir können natürlich auch von b noch verlangen, dass diese Zahl streng positiv ist. Wir dürfen also stellen, b Quadrat ist a Quadrat minus c Quadrat und auch noch, dass b streng positiv sein muss. Jetzt schauen wir, was aus unserer Ellipsengleichung wird. Die sieht dann so aus. Die sieht auch so schon einfacher aus als diese da. Wenn wir diese Gleichung jetzt noch durch b Quadrat teilen, und wir wissen, dass wir das dürfen, weil b ja nicht 0 ist, b streng positiv, dann sieht die Gleichung so aus. Und die ist doch wirklich sehr einfach zu behalten. In einem so gewählten Bezugssystem hat eine Ellipse als kartesische Gleichung diese da. X² auf a² plus y² auf b² gleich 1. Behalten wir hier auch den Zusammenhang zwischen a, b und c. B² ist a² minus c². Wenn wir dann noch minus c² links rüber setzen, dann steht da, dass a² dasselbe sein muss wie b² plus c². Das erinnert sehr stark am Satz des Pythagoras. Halten wir auch hier fest, dass die Zahl c da zu erkennen ist. Das ist der Abstand zwischen dem Ursprung O und diesem Brennpunkt. Jetzt machen wir hier ein bisschen Platz und deuten diese kartesische Gleichung. Zuerst einmal, diese Ellipse schneidet die x-Achse an diesen zwei Punkten. Und zwar mit Koordinate minus a0 und a0. Um die Schnittpunkte der Ellipse mit der x-Achse zu bestimmen, reicht es, die Ellipsengleichung zu nehmen und die Gleichung der x-Achse. Das machen wir hier auch so. Diese Schnittpunkte, die liegen auf der Ellipse, also müssen Sie die Ellipsengleichung erfüllen. Die liegen aber auch auf der x-Achse, also müssen Sie die Gleichung der x-Achse erfüllen. Y muss also 0 sein. In dieser Gleichung ersetzen wir y durch 0. Das ergibt dann sofort x² auf a² plus 0 gleich 1. Jetzt setzen wir a² noch rechts rüber, wo diese Zahl multiplizieren wird. Und aus x² gleich a² dürfen wir schließen, dass x plus oder minus a ist. In der Zeichnung bedeutet das, dass dieser Punkt hier der Punkt mit Koordinate a0 sein muss, da a ja eine streng positive Zahl ist. Was also heißt, der Abstand zwischen O, Ursprung des Bezugssystems, und diesem Ellipsenpunkt, das muss diese Zahl a sein.
und dementsprechend hat dieser Punkt als Koordinate minus a0. Suchen wir jetzt noch die Schnittpunkte der Ellipse mit der y-Achse. Das ergibt automatisch diese zwei Punkte, 0 minus b und 0 b. Wieso? Um die Schnittpunkte der Ellipse mit der y-Achse zu bestimmen, stellen wir einfach das Gleichungssystem auf, denn diese zwei Punkte liegen auf der Ellipse, also müssen ihre Koordinaten die Ellipsengleichung erfüllen. Die liegen aber auch auf der y-Achse, deshalb müssen ihre Koordinaten auch die Gleichung der y-Achse erfüllen. Wir ersetzen also in der Ellipsengleichung x einfach durch 0. Das ergibt dann y hoch 2 auf b² macht 1. Das bedeutet y hoch 2 macht b², woraus wir schließen, dass y plus oder minus b sein muss. Und das wiederum ergibt dann, dass die Zahl von da bis da diese Zahl b sein muss. Dieser Punkt hat als Koordinate 0b, wir wissen ja, dass b streng positiv ist, und dieser Punkt hat als Koordinate 0 minus b. Wir haben also hier schon gesehen, von da bis da, große Halbachse der Ellipse, das ist die Zahl a, von da bis da, kleine Halbachse der Ellipse, das ist die Zahl b, und von da bis zum Brennpunkt, das ist die Zahl c. Hier sehen wir einen deutlichen Zusammenhang zwischen a, b und c. Das ist aber die Pythagoras-Formel in einem rechtwinkligen Dreieck, in dem a die Hypotenuse ist und b, c die Katheten sind. B ist da und c ist da. Hier haben wir schon mal die zwei Seiten b und c, die einen rechten Winkel bilden. Also konstruieren wir dieses Dreieck mit Katheten b und c und laut diesem Zusammenhang muss die Zahl a die Länge der Hypotenuse sein. Die Zahl a ist aber auch die große Halbachse der Ellipse, so. Jetzt setzen wir den Punkt t da oben hin auf dem Punkt mit Koordinate 0b. Ich versuche das so genau wie möglich hinzukriegen, so. Und schauen, ob die Hypotenuse effektiv der Länge a entspricht. Tut sie. Funktioniert sehr schön. Übrigens, wenn man nur die zwei Zahlen a und b von der Ellipse kennt, was häufig der Fall ist durch diese kartesische Gleichung, kann man durch diese Eigenschaft die zwei Punkte f1 und f2 trotzdem schnell einzeichnen. Ich mache das hier mal, indem ich diesem Punkt r eine Spur hinterlege. Jetzt funktioniert tr wie ein Zirkel. Man braucht jetzt nur noch diesen Kreisbogen hier zu ziehen und stellt dann fest, dass man so genauestens die Punkte f1 und f2 konstruieren kann. Übrigens, die Zahlen a und b, das heißt die große Halbachse und die kleine Halbachse, sind hier durch diese Schieberegler veränderbar. Wenn wir zum Beispiel a vergrößern, dann wird die große Halbachse länger und somit erkennen wir hier deutlich, dass die Ellipse dann länglicher ist. Wenn wir b vergrößern, dann müsste diese Distanz hier größer werden und als Effekt hat das in der Zeichnung genau das, was zu erwarten war. Jetzt gehen wir über zur Tangenten an einem Ellipsenpunkt. Genau das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Legen wir los. Wir haben in diesem Bezugssystem die Ellipse mit ihren zwei Brennpunkten und ihrer kartesischen Gleichung. Ein Punkt P mit Koordinate mn gehört zu solch einer Ellipse. Das bedeutet, dass diese Koordinate die Ellipsengleichung erfüllen muss. Ein Punkt P mit Koordinate mn gehört also zur Ellipse. Daraus können wir schließen, dass die Koordinate mn diese Ellipsengleichung erfüllen muss.
Daraus wiederum schließen wir, dass n Quadrat dasselbe sein muss wie b Quadrat auf a Quadrat mal diese Klammer. Sie haben Post, Sir. Das ist James. Er hat mir gerade eine E-Mail gebracht. Dankeschön, James. Also nochmal, wir haben diese Gleichheit hier umgeformt. So, wir haben sie nach n Quadrat aufgelöst. Und jetzt setzen wir das Quadrat noch rechts rüber. Dann wird das dazu plus minus Quadratwurzel. Woraus wir auch schließen können, dass plus minus diese Quadratwurzel dasselbe sein muss wie a mal n geteilt durch b. Das halten wir hier schon mal so fest. Was wir jetzt eigentlich suchen, ist die kartesische Gleichung der Tangenten an solch einem Ellipsenpunkt mit Koordinate mn. Wir kennen nur die Definition einer Tangenten zum Graphen einer Funktion. Eine Ellipse ist aber nicht der Graph einer Funktion, denn zum Beispiel dieser Zahl hier würden ja durch dieses Ellipsengesetz diese Zahl sowie auch diese Zahl zugeordnet. Eine Ellipse ist kein Funktionsgraph, aber eine Ellipse besteht aus zwei Funktionsgraphen, denn wir starten mit der Ellipsengleichung und lösen die nach y auf. Die Rechnung ist dann ähnlich wie da oben. Daraus schließen wir, dass y hoch 2 b² auf a² mal diese Klammer sein muss. Jetzt setzen wir das Quadrat noch rechts rüber. Das wird dann dazu plus minus die Quadratwurzel. Und somit erkennen wir deutlich, dass diese Ellipse aus zwei Funktionsgraphen besteht. Die erste nennen wir f1. f1 von x, das ist plus dieser Ausdruck. Und f2 von x, das ist minus dieser Ausdruck. Die grüne Funktion f1 von x zeigt deutlich, dass die y-Werte alle positiv sind. Also kann das nur die obere Halbellipse sein. Und die zweite Funktion zeigt, dass alle y-Werte negativ sein müssen. Dann kann das nur die untere Halbellipse sein. Somit haben wir also zwei Funktionen. Die grüne, diese da, und die rote, diese da. Dann dürfen wir unsere Definition anwenden, die besagt, die Tangente am Grafikpunkt mit Koordinate a, f von a, hat als Steigungsfaktor f' von a. Wir suchen also f' von m. Bestimmen wir zuerst f' von x. Wir werden beide Funktionen gleichzeitig ableiten. Wir suchen also die Ableitung hiervon. Die Zahlen plus minus b auf a sind multiplikative Konstanten und fliegen aus der Ableitung raus. Und die Ableitung einer Quadratwurzel, das ist ganz einfach zu berechnen als Bruch von. Der Zähler ist die Ableitung vom Radikanten, das heißt minus 2x. Und unter dem Bruchstrich schreiben wir als Nenner 2 mal die Quadratwurzel, so wie sie da stand. Die 2 von unten mit der 2 von oben, die sind weggekürzt. F' von x ist also gleich zu dem da. Dann brauchen wir hier drin nur noch x da, da und da durch m zu ersetzen und haben somit f' von m. Das ergibt das da. Aber hier unten steht jetzt, das plus minus, das habe ich nach unten gesetzt, hier steht jetzt plus minus diese Quadratwurzel. Wir wissen aber von da oben, dass plus minus diese Quadratwurzel gleich zu an geteilt durch b ist. Also dürfen wir plus minus diese Wurzel durch diesen Bruch ersetzen, was hier gemacht wurde. Um diese Definition der Tangenten hier anzuwenden, brauchen wir den Punkt mit Koordinate a, f von a. Hier ist das der Punkt p mit Koordinate m, n. Und wir brauchen den Steigungsfaktoren der Tangenten f' von a. Hier f' von m, das heißt dieser Bruch. Wir haben alles, was wir brauchen, zur Verfügung, um diese kartesische Gleichung der Tangenten nach dieser Formel hier aufzustellen.
Die Definition der Tangente brauchen wir jetzt hier nicht mehr, sondern wir werden diese Gleichung jetzt etwas vereinfachen. M ist eine Abszisse genau wie x. N ist eine Ordinate genau wie y. Wir wissen auch, dass A eigentlich eine Abszisse ist und B eigentlich eine Ordinate ist. Also werden wir hier in dieser Gleichung die Abszissen zusammensetzen und die Ordinaten auch. Das B ist eine Ordinate. B Quadrat setzen wir also hier links rüber, damit das bei y und n steht. Das m steht schon bei x, also lassen wir das schön hier rechts. Das a Quadrat steht auch bei x und m, also lassen wir das auch schön rechts. Das n ist eine Ordinate, setzen wir links rüber. Also wir setzen n links rüber, dann wird das hier ny minus n Quadrat. Das b Quadrat setzen wir auch links rüber, dann steht hier links also n mal y auf b Quadrat minus n Quadrat auf b Quadrat. Und rechts steht dann, indem wir minus m auf a Quadrat auf diese Klammer verteilen, minus m mal x auf a Quadrat plus m Quadrat auf a Quadrat. Im Moment haben wir also diese Gleichung für die Tangente erhalten. Dann schauen wir uns das noch genauer an. Da ist ein y-Term, da ist ein x-Term mit einem Minus versehen. Dann setzen wir diesen Term links rüber, dann ist er da mit einem Plus versehen. Hier steht minus n Quadrat auf b Quadrat. Das ist kein x und auch kein y-Term. Den setzen wir rechts rüber. Dieser Bruch wird dann rechts mit einem Plus versehen sein. So sieht das Ganze dann aus. Aber hier rechts steht m Quadrat auf a Quadrat plus n Quadrat auf b Quadrat. Wir wissen aber, dass die Summe von diesen zwei Brüchen, das sind genau die von da, gleich 1 ist, weil der Punkt P mit Koordinate mn ja zur Ellipse gehört. Also dürfen wir die Summe dieser zwei Brüche ganz einfach ersetzen durch 1. Diese Tangentengleichung in der Form ist einfach zu behalten. Halten wir sie mal so fest. Übrigens, eine Tangente ist eine Gerade. Dann ist es normal, dass die kartesische Gleichung nur x hoch 1 enthält und auch y hoch 1. Keine höhere Potenz von x und y. Es gibt einen schönen Trick, um diese Gleichung schnell wiederzufinden, wenn man sie vergessen hat. Man braucht sie sogar nicht auswendig zu lernen, wenn man den kleinen Trick kennt. Der Trick funktioniert so. Man nehme die Ellipsengleichung, diese da, und lasse in dieser Gleichung x zweimal erscheinen und y auch. Das ist ja einfach, weil da steht x Quadrat, das ist dasselbe wie x mal x. Und y Quadrat, das ist dasselbe wie y mal y. Also, wir haben die Ellipsengleichung so umgeschrieben, dass wir den Buchstaben x zweimal sehen und den Buchstaben y ebenfalls. Eins der beiden x ersetzen wir jetzt durch die Abszisse vom Ellipsenpunkt, das heißt durch m, und eins der beiden y ersetzen wir durch die Ordinate vom Ellipsenpunkt, das heißt durch n. Tun wir das? Ist gerade gemacht worden und zack, haben wir die Gleichung der Tangente. Zur nächsten Bemerkung machen wir das hier mal alles weg, so, und nehmen einen Punkt außerhalb der Ellipse. Von diesem Punkt aus konstruieren wir jetzt die zwei Tangenten zur Ellipse und nennen diese zwei Berührungspunkte hier mal T1 und T2. Wir verbinden diese zwei Berührungspunkte und erhalten so die Gerade, die man Polare von diesem Punkt zu dieser Ellipse nennt. Für egal welchen Punkt außerhalb der Ellipse erhält man immer solch eine Polare. Und seltsamerweise ist die kartesische Gleichung dieser Polare genau dieselbe wie die der Tangenten. Nur eben die Polare ist keine Tangente,
Hier liegt der Punkt P ja auch außerhalb von der Ellipse. Für jeden Punkt außerhalb der Ellipse gibt es immer eine Polare. Wenn der Punkt sich innerhalb der Ellipse befindet, dann gibt es selbstverständlich keine Polare, weil die zwei Tangenten ja nicht existieren. Setzen wir den Punkt also außerhalb, so kann man die kartesische Gleichung der Polare so einfach bestimmen wie die der Tangenten, zum Beispiel auch durch diesen Trick. Somit haben wir auch die Ellipse gründlich durchgenommen. Trotzdem noch zwei kleine Bemerkungen. Nehmen wir einmal an, in einem Bezugssystem haben wir unsere Ellipse und wir werden jetzt Folgendes machen. Hier mit Schieberegler nochmal kann man schön erkennen, wie die Länge der Ellipse sich verändert, wenn man ihre große Halbachse verändert, oder auch wie die Höhe dieser Ellipse sich verändert, wenn wir die kleine Halbachse verändern. Hier hat diese Ellipse als Zentrum den Punkt mit Koordinate 0, 0. Die Ellipsengleichung steht hier. Das ist die kartesische Gleichung von dieser Ellipse. Jetzt nehmen wir das Zentrum mal da weg und verschieben es in die Ebene, so zum Beispiel. Das Zentrum hat jetzt als Koordinate 4, 3. Diese Koordinate ist auch da abzulesen. Und in der Gleichung sehen wir, es ist nicht mehr x², sondern x minus 4 im Quadrat, y minus 3 im Quadrat. Wir sehen also, wie die Gleichung sich hier verändert, wenn man das Zentrum der Ellipse verändert. Hier ist das, machen wir mal so, hier ist das Zentrum der Ellipse minus 5, minus 6. X minus, minus 5, y minus, minus 6. Also können wir auch die kartesische Gleichung einer Ellipse sehr einfach bestimmen, wenn wir die Koordinate vom Zentrum kennen. Hier 3, 6, x minus 3, y minus 6. Noch eine weitere Bemerkung. Wieder haben wir hier eine Ellipse in dem Bezugssystem und da steht ihre kartesische Gleichung. Natürlich können wir wieder a verschieben, wie wir möchten. Diese Zahl a können wir hier als große Halbachse erkennen, aber auch da als Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Zahl c, die können wir erkennen durch Abstand zwischen Ursprung und Brennpunkt. Das ist die Zahl c. Und die Zahl b können wir als kleine Halbachse erkennen. Das ist im Moment die kartesische Gleichung von dieser Ellipse. Man kann die Ellipse aber auch um den Ursprung drehen. Und dann sehen wir, dass in der Gleichung ein x mal y-Term erscheint. Wenn also in der kartesischen Gleichung ein x mal y-Term erscheint, dann ist die Ellipse gedreht. Machen wir jetzt mal b, c und a wieder weg. Wir werden jetzt dieser Ellipse eine Spur hinterlegen, so, und lassen die Ellipse mal einfach um den Ursprung drehen und dann ergibt das ein schönes Gebilde und wieder behaupte ich, Mathematik ist auch eine Kunst. So kann man sehr schön einen Torus zeichnen.